haben mir Augenbinde gepackt, Kopfhörer und einen Helm und meinten, dass ich nicht mit denen reden sollte, soll die Fresse halten. Ist besser für mich, wenn nicht, kriegst du ein paar auf die Schnauze. Abdallah Abu Chaka, 40 Jahre alt, geboren in Berlin, wurde am 4. November in einer Nacht- und Nebelaktion aus Deutschland in den Libanon abgeschoben. Das schwerkriminelle Clanmitglied saß insgesamt etwa 10 Jahre in Haft, unter anderem wegen Erpressung, Körperverletzung und Drogenhandel. Hier in Beirut kennt Abu Chaka sich kaum aus. Er hat keinen libanesischen Pass, spricht schlecht Arabisch, galt in Deutschland als staatenloser Palästinenser. Abdallah Abu Chaka spricht zum ersten Mal mit den Medien.